Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von The Darkest Dungeon. Die letzten zwei Parts sind etwas kurz geraten, aber dafür haben wir die relativ gut überstanden. Und ich würde sagen, Entschuldigung, wir stürzen uns direkt ins nächste Abenteuer. Wir hatten uns ja am Ende des letzten Parts schon ausgesucht, wo wir hin wollten. Und zwar wollten wir noch einmal in den Wald gehen. Ich denke mal, wir werden sogar noch zweimal in den Wald gehen, bevor wir dann vorm nächsten Boss stehen. Und das ist auf jeden Fall ganz praktisch, weil dadurch können wir halt auch ordentlich wieder hier von den Urkunden sammeln, damit wir unsere Gebäude weiter aufleveln können. So, wir sollen wieder 90% der Räume erforschen, kriegen wir bestimmt hin. Okay, der hatte Langeweile, was war mit dem noch? Vampirgeist, schlechter Spieler. Okay, der war nur schlechter Spieler. Was war der? Will im Dorf nur beten, um Stress abzubauen. Okay. Der hat es mit den dunklen Künsten, hat ein Problem. Eieiei. Das muss ich auf jeden Fall noch loswerden bei dem. Zwanghaft. Der ist auch scheiße. Der will auch alles angrabbeln. Ich habe zwei Leute dabei, die alles angrabbeln wollen. Das ist nicht schön. Besessen vom Töten weiß ich noch gar nicht, was das zu bedeuten hat. Das habe ich bisher noch nicht so wirklich rausgefunden. Okay, wir gehen einfach mal ins Gepäck. Schauen mal, was wir uns holen wollen. Wir wollen auf jeden Fall... Was brauchten wir denn? Scheiße, ich komme da nie klar, welche in welchen Gebieten man was am meisten brauchte. Wir nehmen auf jeden Fall mal zwei Schlüssel. Ja, nehmen wir drei Schlüssel mit. Zweimal Herbs. Zweimal Verbände. Zweimal Gegengift. Zweimal das. So, dann brauchen wir Schaufeln. Ich hoffe, drei Stück reichen. Fackeln brauchen wir. Ach, ich bin gerade am Überlegen. Das haben wir mal. Ich nehme vorsichtshalber mal so viel mit. So, und da nehme ich 12 mit plus... Einmal rasten, das ist... Machen wir es so. Ist ein bisschen verschwenderisch und großzügig, was ich da jetzt so mitgenommen habe, aber... Wir wollen das Dungeon ja auch ordentlich ausplündern und deswegen brechen wir jetzt mit den Sachen auf. Was haben wir hier? Oftmals kann ein klug platzierter Gegenstand aus dem Führer... Achso, ja, das kennen wir schon. Das hatten wir schon. Und wir sitzen... Da ist mir doch gerade tatsächlich mal das Spiel abgestürzt. Ich bin begeistert. So, was, dafür haben wir hier den neuen Text stehen, den ich vorlesen kann. Du kannst dich aus Kämpfen zurückziehen und sogar Quests verlassen, wenn alles misslingt, ist Überleben manchmal die bessere Option. Da. Da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Ach, guck mal, und das sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten in die kleine Sackgasse und schauen mal, ob wir da irgendwas machen können. Sind unsere, unsere Gegenstände haben wir noch alle dabei, finde ich gut. Und wir machen uns auf in den finsteren Wald. Ach du Heiland, was ist das denn? Ein Spinnennetz, das seltsam leuchtet. Möglicherweise hat dies eine besondere Bewandtnis. Scheiße, was war das denn? Spinnennetz, was seltsam leuchtet. Waren das die Bandagen? Ich probiere mal die Bandagen aus. Jo. Sehr schön. Bandagen ist bei denen richtig. Scheiße, was war der Baumstamm nochmal? Da hat man, glaube ich, das Gegengift benutzt, ne? Jo. Sehr schön. So, Spinnennetz, Bandagen, Gegengift bei dem Baumstumpf. Und wir gehen in den ersten Raum rein. Gut, da ist nichts drin. Dann können wir da nach oben wieder raus. Sehr schön. Ich sollte mir das vielleicht doch auch mal notieren, was wir jetzt hier so alles machen und finden. Das behalten wir noch. Also, was wir am häufigsten brauchen in den einzelnen Gebieten. Okay. Wir haben die Gegner sogar überrascht, finde ich gut. Da können wir dann erstmal ordentlich loslegen und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Schaden an. Auch schön mit Bluten. Ja, der ist widersetzt.
So, 5. Ach, der kriegt nur 2 Schaden vom Bluten, das ist doof. Ach du Scheiße. Das ist aber der haut aber ordentlich rein. Sag mal, wieso bist denn du schon wieder dran? Das ist ja unglaublich. Und der zieht den natürlich nach vorne rüber. Das ist ja hervorragend. Okay, wir machen es erstmal so. Da muss ein bisschen weniger werden. Ja, die stirbt ja sowieso. Was mit dem? Der stirbt noch nicht. Jetzt ist er tot. Destroy them all. Dann hauen wir auf den ein. Sehr schön. Und dann haben wir es jetzt auf jeden Fall. Was haben wir denn da? Anhänger der Bewegung. Widerstand gegen Bewegen. Aha, okay. Nehmen wir mit. Jetzt müssen wir die Gruppe erstmal wieder zusammenbasteln. So, du bist ja dahin. Das müsste jetzt alles passen. Ja, sieht alles gut aus. Wir gehen weiter. Haben hier den nächsten Schatz. Die Frage ist, will ich den Schatz jetzt öffnen? Im Moment haben wir noch alles so voll. Wir öffnen ihn einfach. Was haben wir da? Jemand hat es kürzlich zurückgelassen. Vielleicht ist er geflohen. Ein Schloss ist daran befestigt. Okay, machen wir auf. So, und da fängt schon der Stress wieder an, den wir haben. Wir benutzen erstmal die Fackeln. Ja, geh weg. So, eine Fackel schmeißen wir weg. Das nehmen wir mit und jetzt gucken wir mal. Wir haben ja noch ein paar Leute, die wir ausrüsten können. Was hatten wir da? Das können wir da eigentlich mal reinsetzen. Dann haben wir nämlich dafür noch einen Platz frei. Präzision, Fernkampffähigkeiten. Wir gucken mal eben weiter. Das können wir ihm geben, weil er ist ja sowieso nicht so viel am Machen. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Das ist nämlich auch immer ganz praktisch, dass wenn man Leute mitnimmt, die nicht ausgerüstet sind, dann kann man da wenigstens noch ein bisschen Platz sparen. Und wir gehen weiter. Oh, können wir so direkt weiter in diese Richtung gehen? Hier haben wir schon eine Falle. 60, 60, 80. Ja, mach du das mal. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Das ist der Trapmaker's Art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Und da geht's auch schon los. Die Schaufel hätten wir hier gebrauchen können. Nein, er macht so auf und da passiert jetzt irgendwas. Anfall. Toll. Was ist das für eine Krankheit? Anfall. Geschwindigkeit plus 3, Präzision und kritisch. Ja gut, es geht. Es geht. Es gibt Schlimmeres. Es gibt echt Schlimmeres, aber trotzdem geht mir das mit dem Angrabbeln echt auf den Sack. Der geht mir richtig auf den Sack, der Typ. Ach du Kacke. Okay. Er ist wenigstens überrascht. Das ist schon mal ganz gut. Ist der gestunt immun? Ja, betäubungsimmun. Wir verwandeln uns. Und dann gehen wir ihm auf den Sack. Das ist ja ganz hervorragend gelaufen. Er kriegt eine Heilung. Er heilt sich dahingehend. Und du machst, glaube ich, die Vergeltung. Müssen wir klein anfangen mit unseren Sachen. Der Sammler. Diener rufen. Na, ich bin begeistert. Was haben wir denn da? Der Wegelagerer. Präzision Schadensmodus. Ist halt die Frage, will ich das so machen? Ja. Wir werden, glaube ich, auch mit jedem Schlag, den wir machen, stärker. Okay, das ist schon mal Kopfarbeit.
Lebenszeit. Ach du Scheiße, willst du mich verarschen? Hat er direkt so eine Scheiße rausgehauen? Du bist doch nicht mehr ganz normal, mein Freund. Du bist doch echt nicht mehr normal. Ja, ja, ist ja gut. Hör auf, mich zu nerven. Du musst dich jetzt erstmal selber heilen. Geh mir nicht am Sack. Na, 7 ist ja super. 7 ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Oh, er macht dickköpfig. Ich muss irgendwie gucken, dass ich den da hinten wegkriege. Der hat noch nicht einen Schaden. Wieso hat er noch nicht einen Schaden gekriegt? Was ist denn mit dir? Oh mein Gott. Und wir machen selber keinen Schaden. Das ist ja furchtbar. Natürlich, er heilt wieder. Warum auch nicht? Wir hätten ja auch fast tot gehabt. Meine Herren, ey. Nee, ich glaube, ich mach den hier. Die haben sich natürlich widersetzt, warum auch nicht. Und er heilt sich, glaube ich, nochmal. Wie viel? Ah, okay. Da 4, immer diese kleinen Heilungen, das ist echt furchtbar. Okay, was machen wir, was machen wir? Er hat keine Riposte mehr. Hier Schaden, okay. So, da ist der erste schon mal weg. Kopfarbeit ist mir wurscht. Wir machen weiter. Rage. Wir versuchen ihn jetzt zu hauen. Sehr schön. Dann werden wir auf jeden Fall den Stress vermindern. Wir werden ihn weiter bearbeiten. Oh nee, jetzt ist er da schon wieder am rumheilen. Das ist doch nicht wahr. Und Dieter rufen, natürlich, auch das noch. Oh Mann, ey. Junge, Junge. 4 Schaden pro Runde, willst du mich verarschen? Ja, wir teilen uns um 1, ist ja hervorragend. Das ist doch nicht mehr schön. Mach ihn jetzt. Okay, wir hauen wieder auf ihm drauf rum. Oh Gott im Himmel, ey. Wie lange denn noch? Noch eine Runde mit 4 Schaden. Jetzt heil dich mal vernünftig. Kritisch, 2. Ja, geil. Besser geht's ja gar nicht. Kritisch auch noch. Oh Gott, jetzt ist er eben. Ja. Schwelle des Todes. Ich liebe es. Wenn der jetzt das nächste Mal dran ist, ist er tot. Und er ruft schon wieder Diener herbei. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein fucking Kackernst. Was ist denn hier schon wieder los? Ich komme da nicht dran an den Typen da hinten. Ganz furchtbar ist das. Press this advantage. Give them no quarter. Dickköpfig. Natürlich, heil doch einfach mal wieder eine Runde. Heil doch einfach mal wieder runter. Diener rufen, natürlich. Ey, ich komme da. Ja, jetzt ist er hin. Wir sind noch auf der Schwelle des Todes. Da werden wir aber nicht mehr lange sein, weil der ist ja gleich nochmal vom Gift befallen. Ja, 6 Schaden pro Runde. Ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein fucking Kackernst, ey. Und ausweichen auch noch. Natürlich. Oh, schön, Schwelle des Todes. Wieder nur 4. Sag mal, was ist denn mit dir? Was stimmt denn mit dir nicht? Ich krieg sie nicht kaputt. Wir ziehen uns zurück.
Wir ziehen uns, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass wir da nicht vorbeikommen, Jungs. Meine Herren. The battle may yet be won. Wie soll ich das denn hinbekommen? Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ne? Ausweichen, ausweichen, kritisch alle Gefährten, ausweichen, kritisch. Das sind 4 Runden. Das ist Geschwindigkeit. Stress wird um 15 gelindert. Das ist aber nur ein Gefährte. So, und da wird um 7 erhöht. Den müssen wir auf jeden Fall machen, weil ich will keinen nächtlichen Überfall haben. So, dann fangen wir erstmal damit an, ihm ein bisschen Stress zu vermindern. Alle Gefährten Stress vermindern. Ein Gefährte Stress vermindern. Oh, war es das jetzt schon gewesen? Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob wir schon komplett unsere Skills verbraucht haben. Noch eins, aber eins haben wir, glaube ich, nicht mehr. Nee. Aber wir könnten ihm nochmal eben einen Verband geben, damit der sich da nicht in die Hose macht. Oh Gott, der geht mir ja richtig auf die Nüsse, der Typ. Vor allen Dingen, der steht da ja jetzt immer noch. Der steht da jetzt immer noch und ich muss sehen, dass ich den da irgendwie wegkriege. Wir haben doch überhaupt nichts gerissen in diesem Dungeon. The light, the promise of safety. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal hingehen soll. Aber ich kann ja nicht nach 3 Räumen hier schon wieder aus dem Dungeon flüchten. Das ist ja ein Unding. Meine Herren, ey. Das ist ja schon richtig abartig, was hier gerade passiert. Ach was. Jetzt sind solche Gegner da? Wollt ihr mich veräpfeln? Okay. Natürlich, weich doch einfach mal aus. Das ist so geil. Ja! Das Fleckvieh, ja, der hat einfach mal alles. Der kriegt einfach mal alles. Das ist unglaublich, das ist echt unglaublich. So, du linderst dir den Stress. Grab mal. Okay, er hat sich aber wenigstens widersetzt. Ja, ist ja schön. Jetzt lass den doch mal in Frieden, Jungs. Oh. Der heilt doch überhaupt null. Naja, jetzt heilt er. Jetzt, wo kein Boss da ist oder kein dicker Gegner, da heilt er sich unendlich. Und der wird schon wieder angegriffen. Sag mal, hat der irgendwie einen Schnitzel am Hintern, dass du den ständig angreifen musst? Oder was ist dein Problem? Ist doch nicht mehr normal. Wir haben ja noch nichts gemacht. Noch kein bisschen Schaden. So, die Drecksspinne ist schon mal betäubt. Ich hoffe gleich tot. So, du heilst bitte nochmal dich. Ja, heil dich um 1. Das hilft mir sehr weiter. Und kritisch natürlich. Treffen uns doch einfach kritisch. So eine hässliche Drecksmade trifft uns kritisch und bringt uns damit fast um. Ist doch unglaublich. Confidence surges as the enemy crumbles. Wie lange hält das noch? Eine Runde. Also noch einmal heilen, bitte. Oh, 24. Warum ging das vorhin im Kampf nicht? Man weiß es nicht. Jetzt greift natürlich die Made mit dem Grabmal nochmal an. Aber wir weichen aus. Das ist schon mal ganz gut. Heiliger Herr Gesangsverein, ey. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Ey, ich breche ins echte Essen hier bei dem Spiel. Vor allem gerade bei diesem Dungeon-Durchgang, das ist ja furchtbar. Wir müssen 90% der Räume auskundschaften.
Schaufel haben wir noch? Ja, haben wir noch. Okay. Schaufel dir mal dein eigenes Grab. Nehmen wir mit. Wir versuchen auf jeden Fall noch so viel rauszuholen, wie es irgendwie möglich ist. Wie sieht's aus? 61. Machen wir's so. Gut, da ist nichts. Jetzt ist die Frage, gehen wir erst nach oben weg oder nach unten weg? Oben sind zwei Sackgassen. Wir gehen nach oben. Ha. Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja genug Schlüssel mit. Da ist ja schon wieder da ganz wild drauf, das anzugrabbeln. Drecksack und Fallen haben wir auch noch. Juhu. Mind that such missteps are the exception and not the rule. Derjenige, der für den Wahnsinn verantwortlich ist, ne? Der wird gleich wahnsinnig. Dabei soll der das gar nicht. Okay, hier ist auch nichts. Wir machen nochmal Fackeln an. In Radiance may we find victory. So, was haben wir hier? Da braucht man eine Schaufel. Okay. Wenn wir hier oben alles machen, da haben wir da einen Kampf vor uns. Das war, glaube ich, das Gegengift, ne? Nehmen wir mit. Hier braucht man noch eine Schaufel. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Und da haben wir Kampf. Okay. Wie mache ich das? Wie machen wir das am besten? Wir müssen irgendwie die Schleimbeutels loswerden, oder? Na, ja, weich doch einfach mal aus. A singular strike. Und da fängt der Wahnsinn auch schon an. Ich will die Trollers loswerden. Kultistenanhängerin. Natürlich auf den. Wie könnte es auch anders sein? Muss ich schon irgendwas heilen? Ich glaube, wir heilen einfach mal. Na, 5 ist es. Und er blutet. Naja, was soll's. So, erstmal sie platt machen. Ganz wichtig. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir die da hinten irgendwie hinbekommen. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß echt nicht, wie ich da rankommen soll. Das ist das Problem. Verwandeln möchte ich jetzt ungerne. Der hat sich widersetzt. Der muss hier erstmal Stress vermindern. Sonst ist der gleich ganz schnell ganz weit weg. Machen wir es so. Schwächung drauf. Entschuldigung. Oh, lass doch den da hinten in Frieden. Jungs, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Hier, weg mit dir. Und sie ist wieder dran. Das habe ich auch noch nie gehabt, dass die noch bis zum Schluss lebt. So, wenigstens ist sie diesmal betäubt. 72. So, Stress vermindern. Den zeichnen wir nochmal und den hauen wir jetzt weg. Jawohl. Sehr schön. Jetzt können wir da direkt nochmal drauf klopfen. Nochmal Stress vermindern. 66. Ja, natürlich ausweichen. Natürlich ausweichen. Aber wir sollten jetzt mal mit Heilung ein bisschen arbeiten. Null! Null! Junge! Mach mich nicht fertig!
Der stresst mich. Jetzt macht sie uns wieder wahnsinnig, oder? Nee. Aber wir haben sie platt. Mann. Okay, wir öffnen die Truhe mit einem Schlüssel. Nehmen wir mit. Oha. Da sind wir auch schon fast voll. Ich glaube, wir gehen mal in die Richtung. Da gibt es noch eine Falle, wo wir ein bisschen Stress verringern können. Oh, Junge. Sehr schön. So, haben wir drei. So, wie sieht's aus? 60, 60, 80. Na, rennt er wieder rein mit seinen 80%? Nee. Gut. Auf in den Raum. Und dann wieder zurück. Damit wir da die Räume auch noch eben hinkriegen. Es ist schon leicht stressig, das Dungeon gerade so ein wenig. Vor allen Dingen, uns gehen jetzt auch langsam die Fackeln aus. Ja, jetzt wollen sie nochmal essen. Ist egal, dafür habe ich ja genug Essen mitgenommen. Nein, er will es angrabbeln. Oh. Okay. Gut, da ist nichts passiert. Da bin ich ja schon mal ganz froh drüber. So, hier in den Raum. Puh. So, und jetzt weiter. Entschuldigung. Ich habe gerade wieder einen fiesen Frosch im Hals. Das ist ganz furchtbar. So, weiter. Ich glaube, die Fackeln spare ich mir jetzt einfach mal. Gott sei Dank ist da bis zum nächsten Raum immer noch nichts an Gegnern. Weil das Licht gleich auch richtig ausgeht. Aber ist egal. der Räume. Das könnte doch eine Nummer hart werden. Ah, nee, das ist ein Kampf. Das ist doch nicht dein Ernst. Ach, Mann. 78 muss reichen. Und bitte lass das keinen allzu harten Kampf werden. Ah, um Gottes Willen. Ich habe doch wieder eine Gruppe, die nicht nach hinten kommt. Okay, wir müssen erstmal Schaden machen. Führt gerade keinen Weg dran vorbei. Oh Gott. Auch noch so einen Wahnsinnigen dabei. Okay. Du gehst dahin. Sehr schön, die ist betäubt. Da bitte einmal schwächen. Vielleicht hätte ich heilen sollen. War, glaube ich, nicht ganz so schlau, was ich da jetzt getan habe. Aber wenigstens haben wir schon mal einen Stresser weniger. Gut, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den Wahnsinnigen da irgendwie loswerden. Entschuldigung. Heilt um 4. Stresslinderung. Stresslinderung plus 8. Eigentlich nicht. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier Monster loswerden. Du heilst dich bitte mal um 11. Dankeschön. Endlich machst du mal was richtig. Well struck. So, du kriegst jetzt eine Riposte auf den bitte. Gut, damit kriegt er auch direkt einen auf den Sack. Jetzt komme ich auch endlich an den Wahnsinnigen dran. Oh Mann. Okay,
frisst das. Er ist betäubt. Super. Ich glaube, er sollte doch mal Stress lindern, oder? Will ich den Wahnsinnigen erst loswerden? Der hat noch 7. Wir lindern Stress. Ist gerade ein bisschen wichtiger. Ja. Wunderbärchen. Du heilst bitte einmal. Ich habe nichts gesagt. Gott sei Dank ist er ausgewichen. Okay. Okay. Betäuben. Sehr schön, hat funktioniert. Du linderst wieder den Stress. Gut. Du haust ihn. Und du heilst ihn diesmal. Das ist auch nicht schön. 6 ist auch nicht das Beste. Jetzt hat er sich da auch noch widersetzt. 61, 67. Heil bei ihm mal den Stress. Was hat er? 17 und 19. Kritischer Viererheilung. Sowas liebe ich ja. Das ist so geil. Ich weiß nicht, warum da nur 4 kritisch heilt, Junge. Was ist denn los mit dir? Aber wir haben den Kampf überstanden. Oh, schön. Ich wollte gerade fragen, wie viele Fackeln haben wir denn noch? Oder kriegen wir direkt eine Fackel? So, was tun wir weg? Die Schaufel... Ich weiß nicht, ob wir die Schaufel noch brauchen. Wir haben noch ein paar Räumchen vor uns. Das ist bestimmt möglich, dass wir dann eine Schaufel brauchen. Ich denke mal, ich werde ihn hier wegtun. Pack das ein. Und ich glaube, den... Ja. Da muss ich mir ein bisschen... Bisschen Überwindung hat das jetzt gekostet, den Schlüssel wegzutun. Aber gut. Wir gehen weiter. Noch sieht es ganz ordentlich aus. Stress ist ein bisschen verringert worden. Ja, jetzt ist die Frage. Schaufeln oder nicht schaufeln? Wir warten noch. Wir können ja hier auf dem Rückweg dann hin. Hä? Achso, ja, essen. Von mir aus. Ich denke mal, ich gehe jetzt so weit, wie wir können. Sollten vielleicht Fackel doch nochmal anmachen. So, das ist jetzt die letzte die letzten Fackeln waren das jetzt, die wir haben. Und da ist eine Falle. Das ist das Sensationelle. Aber wir sind ausgewichen. Das ist schon mal super. Ausweichen ist super. Nehmen wir mit. Enthält eine Karte. Ah, ich wollte schon sagen, was passiert denn jetzt? Da ist noch ein Kampf. Hier braucht man eine Schaufel. Ist das ein Kack. Gut, dass wir uns die Schaufel noch aufgehoben haben. Dass wir die nicht am Grab benutzt haben. So, jetzt haben wir erstmal einen Kampf vor uns. Und schon wieder so einen hässlichen. Diese hässlichen Wahnsinnsweiber, ne? Das ist furchtbar. Oh mein Gott. So, sie ist betäubt. Stress mindern. Ganz wichtig. Im Moment gibt es nichts Wichtigeres. Ich will nämlich keinen Wahnsinnigen haben. 7. Ist nicht schön, aber selten. So, das eine ist schon mal weg. Beim nächsten Mal muss ich ihn heilen. Du heilst dich bitte auch mal selber. Weil das vermeidet ja auch ein bisschen Stress. Ah.
Machen wir es so. Stressvermeidung bei ihm. Gibt sogar eine Stärkung. Heilen brauche ich jetzt noch nicht, oder? Oder sollte ich schon mal heilen? Nee, ich will... Ich will da ein bisschen schwächen und ein bisschen Schaden drauf machen. Im Ausweichen ist der gut dabei. Jetzt muss ich da schon wieder Stress vermindern. Oh, sie versucht ihn zurückzustoßen. Du heilst dich bitte nochmal. Du machst Stress weg. Du setzt hier nochmal was ein. Und Telefon. Na super. Scheiße, einen Moment. So, da bin ich wieder. Na toll, meine Eltern natürlich rufen wieder zum unpassendsten Zeitpunkt an. Und jetzt mitten in der Aufnahme. So, was wollte ich jetzt machen? Ich glaube, ich wollte einmal riposten, oder? Wollte ich riposten oder wollte ich den erschlagen? Geht der wahrscheinlich eh nicht, ne? Der 4 bis 8, das bringt nichts. Machen wir Ripost auf ihn. Ach du Scheiße im Himmel! Ob das so gut war? Ich weiß ja nicht. Stunnen bitte. Ja, danke. Bitte, bitte heil den jetzt vernünftig. 10, okay. Ist in Ordnung. 10 kann man machen. Gift hat er nicht gekriegt, finde ich gut. Den erstmal weghämmern. Was machen wir? Ich muss Stress vermindern bei ihm. Der Kampf dauert schon wieder viel zu lange für meinen Geschmack. Aber schön, die Troller kommt ran. Das finde ich gut. Dann werde ich jetzt erstmal auf der... mache ich das mit der Troller? Ja. Hoffentlich wird sie gestunt. Nein, hat natürlich widerstanden. Ich hasse sie. Vielleicht machen wir... machen wir nicht genug Schaden. Oder sie blutet, hat noch 3 Leben, das ist nicht gut. Machen wir es so, jetzt ist er auf jeden Fall tot. So, und du machst bitte... Ja! Schöner kritischer, ein Punkt mehr wäre besser gewesen. Jetzt kriegt er nämlich nochmal einen auf den Sack gezwirbelt. Heil du dich mal bitte. Ich will wenigstens noch eine Heilung auf den Dicken rauskriegen. Bitte heil nochmal den Dicken und bitte ordentlich, ja? Du bist doch einen netten. Ja, 9 ist okay. Bitte kein Bluten. Sehr schön widerstanden hat er auch. Jetzt gibt's auf die Nuss. Mann. Harry. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Okay, und wir haben immer noch nicht die Quest fertig. So, haben wir noch eine Schaufel? Ja, eine Schaufel haben wir noch. Die Frage ist, was mache ich mit dem Zelt? Ich glaube, das Zelt lasse ich einfach mal stehen, weil wir so gerade nichts mehr haben. Wir schnappen uns das Säckchen. Ist natürlich leer. Hier hätte es auch anders sein können. Und da ist das Licht komplett weg. So, bitte lass das Dungeon abgeschlossen sein mit dem Raum. Jawohl. Okay, das Dungeon ist soweit abgeschlossen. Wir gucken nochmal. Da wäre ein Kampf. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir gehen nochmal kurz zurück zu... Warte mal, war das nicht... Das war doch der Grabstein, oder? Jetzt haben wir keine Schaufel mehr. Warte mal, wie sieht's aus hier so mit Items? Ich glaube, itemtechnisch reicht das. Das Grab ohne Schaufel habe ich jetzt keinen Bock drauf aufzumachen. Den nächsten Kampf möchte ich eigentlich... Wobei, den nächsten Kampf... Wir haben keine Fackeln mehr. Ich mache den Kampf nicht bei 0% Licht. Nee, wir gehen raus. Wir gehen raus. Und lecken uns unsere Wunden. Paths and roads bring soldiers and supplies. Let them arrive on Harrod.
Ist okay. Gold haben wir gut was rausgeholt. Über 10.000. Ist gar nicht so verkehrt. Skilled-Klamotten haben wir auch gut rausgeholt. Ja. Was haben wir? 8 plus 6 sind 14 von den Dokumenten. Von den Urkunden. Ja, können wir mit leben. Oh, aber krank sind sie alle. Was haben die denn für Krankheiten bekommen? Furcht vor Menschen, Ruinenhasser, Nachteule, ausweichend. Was haben die, wieso haben die denn jetzt alle Krankheiten? Ist das ätzend. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Leute ins... You will know the tragic extent of my failings. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was die überhaupt für Krankheiten bekommen haben. So, was hat er? So, wir machen das erstmal zu. Vampirgeist hat er vorher schon gehabt, ist okay. Entschuldigung, Langeweile war auch vorher schon da. Fleckfieber, ja, ist okay. Das sollten wir vielleicht loswerden. Wobei es, glaube ich, im Moment sicherer ist, wenn wir den Stress verringern oder entfernen können. So, was haben wir das? Wir können da auf jeden Fall wieder ein bisschen was tun. So, was war das hier? Das wären 18 und 12. Könnten wir da nochmal die Kosten verringern. Was ist hier? 14 Bilder und 29. Das wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn wir das nochmal irgendwann hinkriegen. Wie sieht's, warte mal, wie sieht's hier? Nein, da wollte ich nicht hin. Jetzt sitzt der da in der Bar, ich könnte kotzen. Ich bin gerade immer überlegen, was kann der denn? Ruinenerforscher und Meereshöhlen-Taktiker. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich den hier austauschen soll. Wir nehmen dem mal die Sachen eben weg. Der ist schlechter Spieler, Labyrinthdieb, Menschenschlechter, gutes Auge, ausweichend. Schlechter Spieler. Ich weiß nicht, im Grunde finde ich den gar nicht so verkehrt. Was hat der Vampirgeist? Ja, okay. Wer war denn das? Der musste alles angrabbeln, ne? Zwanghaft. Okay. Wir gehen mal eben ins Sanatorium und machen dort... Warte mal, wer war denn noch am Angrabbeln? Der war auch am Angrabbeln, ne? Die dunkle Versuchung machen wir mal weg, oder? Können wir machen. Dunkle Versuchung entfernen für 1500. Können wir machen. Ist nicht so wild. So, als nächstes werden wir zum Kloster gehen. Warte mal, wo war denn der, hatten wir nicht irgendeinen, der nur beten wollte? Schlechter Spieler. Den sollten wir... Schicken wir den ins Bordell? Ja, ne? Den schicken wir, denke ich mal, ins Bordell. Weil wenn er schlechter Spieler ist, will ich den ungern in die Spielhalle schicken. Gut, was ist mit dir? Besessen vom Töten. Sollen wir dich spielen lassen? Ich glaube ja, dich lassen wir spielen. Und ansonsten, das zwanghafte Verhalten würde ich noch gerne bei dem loswerden. Wir nehmen den mal eben raus. Das kann er behalten, weil das ist ja eh nur für ein Unhold. In Taverne können wir auf jeden Fall auch noch was machen. Bei dem können wir eigentlich jetzt im Moment den Anfall im Sanatorium loswerden. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall alle dann schon mal auf Stufe 1.
Und ich wollte als nächstes, glaube ich, das hier machen, ne? Genau. Brenno verringert die Kosten. Genau, die Kosten verringern. So, wir gucken hier nach dem Stressschaden. Das sieht da soweit ganz gut aus. Okay. Wir haben eine Heilerin dabei. Ich glaube, die müssen wir demnächst dann nochmal ein bisschen verbessern. Wir gucken erstmal, wo es unsere Reise als nächstes hingeht. Wir müssen noch einen Dungeon im Wald machen. Buch des Zorns. Plus 25 Schaden bei EP unter 33%. Ich möchte eigentlich nicht so tief fallen. Was haben wir da? Betäubende Fähigkeiten sind nicht so meins. Schaden gegen Scheusale. Das ist ein kurzes Dungeon. Und das ist ein mittleres Dungeon. Okay. Das Problem ist, wir haben keinen Heiler mehr. Wir hätten zwar noch eine Heilerin, aber die würde ich ganz gerne für den nächsten Boss benutzen. Ich möchte eigentlich so viel noch für den nächsten Boss benutzen. Sollten wir vielleicht doch nochmal... Geht das überhaupt? Oder habe ich da jetzt schon alle Chancen für verballert? Sollen wir das machen? Unsere Heldenliste erweitern, damit wir wenigstens noch einen Heiler haben für das? Machen wir. Great heroes can be found even here, in the mud and rain. Okay. Nehmen wir ihn mit. To fight the abyss, one must know it. Stressfasten, okay. Moment, habe ich den gerade angeguckt? Der hat Riposte und den Hammer. Der hat Riposte, Hammer und das, okay. Ich glaube, den nehmen wir noch mit. War das der? Ja, der war das. Nehmen wir den noch mit. The raw strength of youth may be spent, but his eyes hold the secrets of 100 campaigns. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal eben kurz bei unseren Helden vorbei wegen Items, die ich dann noch ganz gerne rausnehmen würde. Zumindest die Items von denen, die ich gerade nicht dabei habe. Der kann seins behalten. Okay. Damit ist das alles raus und wir erstellen schon mal fürs nächste Dungeon die nächste Gruppe. Oder machen wir das gleich? Machen wir das im nächsten Part? Also ich wollte jetzt auf jeden Fall nochmal in den Wald mit euch. Mittleres Dungeon finde ich okay. Der hatte alles das, was ich haben wollte, ja. Okay, würde ich sagen, liebe Freunde, dann ist es das hier für diesen Part gewesen. Auch wieder ein etwas längerer Part mit 50 Minuten. Und dann hoffe ich natürlich, wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht hier im Darkest Dungeon, dann schaut doch einfach zur nächsten Folge wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.